Gemeinsam erleben heißt doppelt genießen. Im weiten Tal hatten die Schüler ausreichend Gelegenheit, mehr über das Wunder Fauna und Flora zu erfahren. Der Sinn ist es, dass wir am heutigen Tag die Natur spielerisch erfahren, spüren, dass wir uns einfach von der Natur mitreißen lassen und einfach die Natur lieben lernen. Fachwissen wird in der Schule, im Lehrsaal unterrichtet. Wir erleben heute die Natur draußen, wie sie sein kann, wie sie auf uns wirkt und damit wir die Natur lieben lernen. Und alles, was wir lieben lernen und was wir lieben, zerstören wir nicht. Was sind denn eigentlich die hauptsächlichen Fragen, die die jungen Leute an Sie stellen an so einem Tag? Ja, welcher Käfer das vorkommt, welche Bäume das sind, Laubbäume, Nadelbäume, wie sie heißen, was für Tiere. Wir beschäftigen uns also mit dem ganzen Lebensraum, was kreucht, fleucht und da wächst. Wie ist denn das mit der Motivation der jungen Leute? Machen die gerne mit? Natürlich machen die Kinder sehr gerne mit. Wir haben uns schon sehr auf diesen Tag gefreut. Ich gehe auch immer wieder mit den Kindern in die Natur hinaus. Heute natürlich ein besonderer Tag hier im Weitental. Wir sind von der Volksschule Obereich mit 18 Kindern heute anwesend und sind schon gespannt, wie es heute weitergeht. Die jungen Besucher haben so sicher viel erlebt, dass auch sie an die Erwachsenen weitergeben können. Wir haben eine Karte gebaut und wir haben vieles gesehen. Wir haben die Natur gesehen, uns wird alles erklärt. Wie man die Ringe von Bäumen zählt und so Sachen werden uns erklärt. Du kannst dann zu Hause erzählen, was du alles weißt? Ja. Und was hat dich am meisten begeistert bisher? Also, dass wir zusammen eine Karte gebaut haben mit alles nur Natursachen. Stöcken, Steinen, Blumen, alles drum und dran. Die jungen Leute fühlten sich wohl wie der Fisch im Wasser. Die Natur nimmt ihren Lauf. Wir brauchen ihr nur zu folgen.